Herzlich willkommen bei Kammann Rossi in Köln. Worum geht es heute? Es geht um das Thema Storytelling im Content Marketing. Und das ist eine Präsentation, die habe ich schon öfter mal gehalten. Bisher ist sie eigentlich immer gut angekommen, also dachte ich, warum nicht auch mal hier? Zur Agentur muss ich jetzt hoffentlich nicht allzu viel sagen. Die kann man auch auf der Website ansehen, www.kammannrossi.de. Wichtiger für mich ist die Motivation, warum setzen wir uns eigentlich mit dem Storytelling auseinander? Wir haben den schönen Claim der Agentur, Content drives action, otherwise it's poetry. Das heißt, wir machen Kommunikation nicht um ihrer selbst willen, sondern wir wollen damit Ziele erreichen. Oder wie es etwas länglich auf Deutsch übersetzt heißt, wir sind eine Agentur für Content Marketing und Corporate Publishing. Wir entwickeln großartige Inhalte, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen. Wir haben im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass Storytelling ein hervorragendes Mittel ist, um die Ziele für unsere Kunden zu erreichen, also für Lead-Generierung, genauso für Brand Awareness. Haben uns unsere eigene kleine Methodik entwickelt und möchten euch, Sie, jetzt gerne daran teilhaben lassen. Gucken wir es uns mal an. Storytelling. Was ist das überhaupt? Aus meiner Sicht wird in der aktuellen Diskussion der Begriff Storytelling gleichzeitig zu eng und zu weit gefasst. Zu eng, weil es eigentlich zwei Kerndefinitionen gibt, denen man im Allgemeinen begegnet. Das eine ist, mit Storytelling ist gemeint das Produzieren einer journalistischen Story. Also das, was wir aus dem Journalismus kennen, jede Form von in sich abgeschlossener Geschichte, wobei ehrlich gesagt ja hauptsächlich Reportagen gemeint sind. Und die zweite Definition, der man häufig begegnet, ist Multimedia Story. Das heißt irgendwas mit Bildern oder Film oder Ähnlichem. Aus meiner Sicht ist das keine sehr hilfreiche Diskussion, weil sie zum einen unglaublich viel Raum lässt, also jeder, der was mit Bildern macht, betreibt auf einmal Storytelling, und auf der anderen Seite ist sie viel zu eng gefasst, weil es was mit Genres zu tun hat, also mit einem journalistischen Genre, teilweise geht es auch in Gaming rein, etc. Meine Definition in Sachen Storytelling ist die folgende, und zwar das Publizieren nicht faktischer Informationen mit persönlicher Perspektive. Dabei ist das Thema persönliche Perspektive vor allen Dingen kennzeichnend für mich. Denn ich kann keine Geschichte erzählen, wenn ich keinen klar erkennbaren Absender habe oder wenn ich über eine Persönlichkeit etwas erzähle. Das berühmte Geschichtenerzählen hat immer etwas damit zu tun, dass ich von mir etwas preisgebe, dass ich etwas über jemanden preisgebe. Aber es muss immer irgendeine Form von personifizierbarem Helden geben. Das sind im Allgemeinen Menschen. Menschen funktionieren am allerbesten, dazu kommen wir noch. Ich bin im Gegensatz zu manchen auch der Meinung, dass man auch Produkte durchaus personifizieren kann oder, wie es so schön heißt, anthropomorphisieren. Wichtig ist aber, es hat eine klar erkennbare Perspektive auf eine Person oder von einer Person. Alles andere sind, würde ich sagen, Narrative. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir eine Geschichte erzählen. Darin gibt es dann jetzt eine relativ große Bandbreite. Ein Testimonial kann durchaus Storytelling-Elemente haben, also jemand, der von sich erzählt, was er erlebt hat, eine Anekdote über einen Menschen, die erzählt wird. Reportage gehört sicherlich mit dazu, aber wie gesagt, journalistische Story ist für mich nicht gleich Storytelling. Es kann auch ein guter Spot sein, zu dem kommen wir wesentlich später, in einem späteren Teil dieser Präsentation. Aber im Vordergrund steht immer die Person als Absender und idealerweise sogar Objekt. Das Medium ist mir dabei ehrlich gesagt komplett Wurst. Ich kann eine gute Geschichte so erzählen, wie ich es jetzt tue, das heißt einfach mündlich. Ich kann eine Geschichte in einer VR-Brille erzählen. Ich kann ein hübsches Video drehen, das ist eigentlich egal. Also Storytelling ist nicht gleich Multimedia-Storytelling. Wenn ihr 20 gute Zeilen schreibt, die eine wirklich emotionale Geschichte darstellen mit einem persönlichen Absender oder über eine faszinierende Persönlichkeit, kann das genauso wirksam sein wie 2 Stunden unglaublich langweilige Faktenpräsentation mit Augmented Reality. Die große Frage an dieser Stelle ist eigentlich, warum kümmert man sich so sehr um Storytelling? Oder anders gefragt, bringt das in irgendeiner Form was? Ist das mehr als ein Gimmick? Ist das mehr als sich von den ewigen Infografiken, Whitepapern etc., die wir im Content Marketing sonst publizieren,
abzusetzen. Und wenn man sich da ein bisschen umsieht und wirklich mal detailliert nach Statistiken sucht, dann stellt man fest, das bringt viel. Und zwar bringt das enorm viel für die Zielerreichung, weil es, werden wir auch später noch sehen, nicht nur ein sehr eingängiges, sondern auch ein sehr effizientes Kommunikationsmedium sein kann. Ich habe hier so eine schöne Statistik gefunden zum Thema Storytelling beim Einsatz auf NGO-Websites. Dort hat man festgestellt, dass wenn eine NGO, wie sie es normalerweise tun, sagt, wir helfen 1.000 Menschen, 1 Million Menschen, wie immer es auch sein mögen, dass bei weitem nicht so sehr zu hohen Spendenbeiträgen hilft, wie wenn ich ein einzelnes, klar identifizierbares Opfer oder einen einzelnen Menschen, dem ich geholfen habe, auf meiner Website präsentiere. Also hier sieht man auf der linken Seite das Statistical Victim, das heißt eine Aufzählung, eine mehr oder weniger nicht persönliche, eher objektivierte Aufzählung von Fällen, in denen Hilfe geleistet wurde, bringt 1,17 Dollar pro Spende. Wenn ich aber über ein ganz spezifisches Opfer rede, wenn ich über eine ganz spezifische Hilfeaktion rede, kriege ich mehr als das Doppelte. Das heißt, ich kriege dann 2,83 Dollar pro Spendenvorgang. Das heißt, eine Website, so wie die hier aussieht, wir sind in 120 Ländern unterwegs, wir helfen 157 Millionen Kindern, obwohl es ja objektiv ganz klar macht, welchen Wert diese Organisation darstellt, bringt am Ende weniger Spenden ein als diese Website oder dieser Teil der Website. Das heißt, ich habe eine einzelne Story eines Kindes, dem geholfen wurde. Das heißt am Ende, wir haben hier 1,17 Dollar pro Spende und wir haben hier 2,83 Dollar war es, glaube ich, mit denen wir als NGO bedacht werden. Das Faszinierende daran ist jetzt übrigens Folgendes. Als kluger Unternehmenskommunikationsmensch, Marketingmensch etc. würde man jetzt wahrscheinlich denken, ich bringe zwei Welten zusammen und produziere vielleicht die folgende Seite. Das heißt, ich habe links die Geschichte, also die einzelne Geschichte, in diesem Fall von einem Mädchen namens Burita, und ich habe auf der rechten Seite die 157 Millionen Kinder, für die diese Geschichte steht. Bringe ich beides zusammen, so würde einem eigentlich die Logik sagen, verdiene ich wahrscheinlich noch mehr, also verdienen ist vielleicht der falsche Ausdruck, bekomme ich an der Stelle noch mehr Spenden. Das Gegenteil ist der Fall. Sehen wir es uns an, habe ich statistische Aufzählung von Opfern, habe ich 1,14 Dollar, sorry, ich habe vorhin 1,17 Dollar gesagt, habe ich ein identifizierbares Opfer, verdiene ich 2,38 Dollar und bringe ich beides zusammen, bekomme ich zwar noch mehr, als wenn ich nur Zahlen nenne, aber ich bekomme weniger, als wenn ich nur die einzelne Geschichte erzähle. Das heißt, die einzelne Geschichte ist nicht nur stärker als die Zahl, die einzelne Geschichte ist auch stärker als eine Geschichte zusammen mit einer Zahl. Warum das so ist, dazu kommen wir ein bisschen später noch. Ich finde es nur sehr faszinierend. Also es gibt keinen Ausweg an dieser Stelle. Geschichten erzählen ist nach dieser Statistik wesentlich besser für das, was ich tue, als wenn ich Geschichten mit Zahlen vermische. So, gehen wir mal aus dem NGO-Bereich aus. Es gibt von adweek.com eine schöne Publikation zu dem Thema. Dort hat man ziemlich vergleichbare Perspektiven festgestellt, wenn auch die Zahlen jetzt nicht so groß sind. Nehmen wir mal ganz klassisches Hotel- und Tourismusmarketing. Jeder von uns kennt das, bevor man ein Hotel bucht, sieht man sich ja gerne mal die Zimmer an. Also ich tue es jedenfalls. Mir ist es irgendwie nicht egal, wo ich schlafe. Wie sieht's aus? Wie ist das Bett? Wie ist das Badezimmer? Und so weiter und so fort. Deshalb bieten das ja auch die meisten Websites. Wenn Websites allerdings hingehen und nicht nur Bilder aus dem Zimmer, aus der Lobby oder woher auch immer präsentieren, sondern dazu noch das Bild eines Gastes packen und vielleicht einen kleinen Review von genau diesem Gast über das Zimmer, das ich buchen möchte, verdiene ich mit diesem Zimmer 5% mehr. Das heißt, Menschen sind bereit, 5% mehr zu zahlen, wenn sie auf dieses Zimmer eine persönliche Perspektive bekommen. Eine kleine Geschichte eines Gastes. Das zieht sich auch in andere Produktkategorien. Hier gab es
auch ein paar Statistiken zum Thema Kunst. Wenn wir nur ein Bild haben mit einem Titel und das vergleichen mit dem gleichen Bild, einem Titel und der Geschichte des Künstlers, der dieses Bild gemalt hat, wird das Bild als 11% wertvoller empfunden. Oder anders gesagt, Menschen zahlen 11% mehr für ein Bild mit der Biografie des Künstlers oder mit einer Geschichte über diesen Künstler, als sie für das gleiche Bild zahlen, wenn der Künstler gar nicht erwähnt wird. Bei Wein, im Wein-Online-Versand, also klassisches B2C, funktioniert das genauso. Das eine ist das Bild von der Flasche, Beschreibung, wie tanninig sie im Abgang ist oder was immer bei Wein relevant sein mag. Ich kenne mich mit Wein nicht so besonders gut aus. Das andere ist die gleiche Weinflasche, aber mit einer Geschichte über oder vom Winzer. Das bringt mir am Ende 6% mehr im Abverkauf. Auch hier haben wir wieder das Thema, eine persönliche Perspektive, die zum Wein dazukommt, eine Geschichte, die ich persönlich, die ich als persönlich empfinde oder die über eine Persönlichkeit geht, bringt mir am Ende einen größeren Abverkauf oder erhöht zumindest den Preis für mein Produkt. Dann gab es hier noch so eine schöne Geschichte über eBay, ein paar sehr hässliche Fischlöffel. Die haben es einmal verkauft, einfach eben als, wie heißt es hier so schön, Fish-Shaped Spoons. Etwas, was normalerweise kein Mensch kaufen würde. Erzähle ich dazu eine Geschichte, was auch immer die Geschichte sein mag. Also die Geschichte, keine Ahnung, ich habe sie im Nachlass meiner Oma gefunden oder meine Mutter hat sie handgeklöppelt oder was immer es sein mag, bekomme ich auf eBay 64% höhere Auktionspreise für das gleiche, aus meiner Sicht ziemlich hässliche Set von fischförmigen Löffeln. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und das ist auch das nächste Kapitel in meiner Präsentation. Aber ich würde mal sagen, für heute reicht das. Behaltet euch einfach, erstens, Storytelling hat etwas mit einer persönlichen Perspektive zu tun. Und zweitens, Storytelling ist nicht nur ein Modebegriff von vielen Beratern, sondern Storytelling hilft mir im Content-Marketing am Ende mehr Geld zu verdienen oder ein bisschen allgemeiner formuliert, meine Ziele besser zu erreichen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Teil 2. Ich muss mal gucken, wie ich das aufteile. Es könnten 3 oder 4 Teile insgesamt werden. Ich sage Bescheid, wann die nächste Geschichte kommt. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.